Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, heute geht es um die monatliche Aquariumtour. Ich zeige euch alle meine Aquarien und wie es den Tieren da drin ergeht, wie die Wasserqualität in dem Becken ist. Diese Tour mache ich einmal im Monat und mache sozusagen jeweils das Update des jeweiligen Beckens. Ja, dann nehme ich dich heute mit bei der Tour und viel Spaß beim Video. So, als erstes fangen wir an mit dem S58 Quallenaquarium mit den japanischen Kompassquallen. Ja, wie sieht's hier drinnen aus? Wie geht's den Tieren? Becken läuft ganz gut. Hier schwirrt Artemia gerade rum im Becken. Und den Tieren geht es soweit ganz gut. Es sind ja drei japanische Kompassquallen drin. Derzeit füge ich hier keine Bakterien mehr hinzu. Die Wasserqualität hat sich sehr stabilisiert in dem Becken. Es läuft ja jetzt auch schon wieder eine Weile. Und ja, Kompassquallen fressen gut. Und es läuft. Als nächstes sind wir hier bei den Ohrenquallen, auch im S58 Quallenaquarium. Hier leben derzeit vier Stück drinne. Ich hatte noch mal eine verfüttert an die japanischen Kompassquallen. Ja, vier Stück sind drinne und ich muss sagen, seit ich vier Stück drinne habe, also hier die zwei, da die dritte und hier kommt die vierte, merkt man auch, sie wachsen besser. Also tatsächlich, je mehr Quallen drinne sind, was ich jetzt so als Erfahrungsbericht sagen kann, ist, je mehr Quallen drinne sind, je schlechter wachsen sie. Also meine Meinung. Wenn weniger Quallen drin sind, dann fangen die schon mehr Futter auch, ne, logischerweise. Aber auch, denke ich aus, oh, hat was mit dem Besatz zu tun. Ja, wenn man mal so guckt, wie groß die jetzt hier geworden ist, wunderschön. Also die Ohrenquallen gefallen mir halt auch richtig gut. Ja, das Becken, sehr veralgt. Schwarzer Hintergrund, da sieht man jetzt nichts Großartiges, das passt schon, aber halt auch der Boden. Das ist alles so ein bisschen, deswegen hat das auch so einen lila Stich, weil das alles so ein bisschen, ja, algig hier auch die Wand. Muss ich unbedingt mal wieder sauber machen, obwohl schon teilweise die Algen nicht mehr richtig abgehen. Ne? Ne, das ist natürlich bei dem schwarzen Becken ein bisschen besser, da sehe ich gar keine Algen. Ja, ansonsten den Tieren geht es gut, läuft alles, fressen gut. Nächstes sind wir hier bei dem Süßwasser-Aquarium. Hier sind ja die Goldmollys drin, die Plättis und die drei Skalare. Zwei kleinere und einer schon etwas größer hier da vorne. Jo, läuft auch gut und da habe ich ja noch die zwei Panzerwelsiche in dem Becken. Becken läuft auch sehr gut, also meine Umgestaltung gefällt mir auch nach wie vor richtig gut. Sieht einfach schöner aus. Ein bisschen luftiger, aber auch noch genug Versteckmöglichkeiten in dem Becken. Die Goldmollys haben sich super gut eingelebt. Die schwimmen hier alle schön rum. Denen geht es allen gut. Fressen gut. Und die Wasserqualität ist hier echt auch absolut in Ordnung. Hier gebe ich auch nichts dazu, keine Bakterien. Und ja. Hier läuft eigentlich auch alles wie immer. Nächstes sind wir hier bei den Kanonenkugelquallen. Das sind
hatten ja die drei Stück wie E und E, den gibt es auch super gut. Hessenrot. Den gibt es gut. Sind drei Stück hier drin in dem Becken. Und ja, fühlen sich wohl. Das ist, die sind ja in dem O16 Quallen Aquarium. Und das klappt. Die sind auch jetzt nicht groß gewachsen. Und das ist eigentlich auch alles. Gebe ich auch keine Bakterien mehr zu. Die Wasserqualität hat sich gut gebessert. So, und hier kommen wir natürlich zu meinem Goldstück. Mein absolut Lieblingsbecken ist natürlich nach wie vor das große Meerwasserbecken. Ja, hier ist auch alles gut. Also beziehungsweise ihr habt ja mein Update vom Meerwasser-Aquarium vielleicht schon gesehen. Da habe ich auf jeden Fall neuen Sand drin. Ich habe den Sand ausgetauscht in dem Becken gegen Live-Sand. Jetzt ist das Becken wieder schön. Ja, jetzt ist der Sand wieder sauber und UVC-Anlage läuft wieder. Die ist mir auch ausgefallen. Ja, und diese, na, sieht man's, Rotalge ist jetzt in Ordnung. Genau, ansonsten, Becken läuft gut, Wasserwerte sind bedeutend besser geworden, als es vorher war. Ich habe auch einen Wasserwechsel gemacht. Und ja, wer es noch nicht gesehen hat, ich habe ja jetzt einen Wimpelfisch. Becken nochmal von der anderen Seite, also wie man sieht, es ist in der Mitte luftiger und auch mehr Sand jetzt hier. Wimpelfisch, da kann man ihn gut erkennen und ja, den habe ich seit guter Woche auf jeden Fall, vielleicht zwei Wochen schon. Und hier läuft auch alles jetzt besser, also auch die Algen, die Algenprobleme. Hier war ja auch mal so ein starker bewachsener Algenstein. Also wenn man es so sieht, es ist schon bedeutend weniger geworden.